die sexuelle Erziehung, die sexuelle Unterweisung ist nicht losgelöst von dem übrigen Stoff, sondern ergibt sich vielfach zwanglos bereits in der ersten Klasse, wenn die Säugetiere, die Vögel besprochen werden, dann kommen ja selbstverständlich die Kinder mit Fragen und die werden in einer einfachen Art und Weise richtig beantwortet. Die Kinder sollen das Gefühl haben, dass sie jederzeit zum Lehrer kommen können und da wirklich entsprechende, ehrliche Auskunft bekommen. Wir haben nur in Naturgeschichte wir sind nur in der Naturgeschichte aufgeklärt worden, aber wir haben über keine sexuellen Fragen gesprochen. Ja, Sie fragen, wie das ist. Sie haben zum Beispiel ein Meerschweinchen bekommen und jetzt möchten Sie jungen Meerschweinchen haben. Na, dann wird man Ihnen Auskunft geben, dass Sie dazu ein Männchen brauchen, nicht wahr? Und dass das Männchen eben das Weibchen begatten muss und dabei seinen Samen in den Körper des Tieres bringen muss. Behandeln Sie im Rahmen der Sexualerziehung nur den tierischen Bereich? Nein, selbstverständlich nicht. Auch die Pflanzenkunde wird natürlich vielfach verwendet und mit besonderem Erfolg auch, denn man kann hier davon reden, dass der Blütenstaub auf die Narbe gebracht werden muss, dass aus diesen Blütenstaubkörnern dann ein Pollenschlauch in das Innere des Fruchtknotens eindringt und dort mit der Samenanlage mit einer Eizelle wiederum verschmilzt. Also wir haben in der ersten Klasse einen Aufklärungsvortrag gehabt. Da ist irgendjemand von einem pädagogischen Institut, ich kann mich genau erinnern, wie das heißt, gekommen und hat so vorgetragen, dass man nicht onanieren darf, weil das ist sehr schädlich. Da gehen Hormone verloren und dann bleibt man klar. Daraufhin haben sie alle auch geschaut, die klar waren. Ich habe die Aufgabe, an einigen Mädchen-Mittelschulen Aufklärungsvorträge zu halten. Ich trachte so rasch als möglich, einen engen Kontakt zu den Mädchen zu bekommen. Und das geschieht dadurch, dass ich anonyme Fragen, die mir in einem verschlossenen Kuvert überreicht werden, dort vor den Mädchen öffne und vorlese und beantworte. Nun, ich sage den Mädchen immer, wenn dieser Vorgang zu früh, also ehe ihr die seelische Reife habt, vollzogen wird, passiert es, dass ihr psychisch auf dem Niveau stecken bleibt, auf dem ihr wart, wo der erste Geschlechtsverkehr hatte stattgefunden. Man muss die jungen Menschen davor behüten, zu früh den Sexualakt zu setzen, weil sie ja die Folgen dann zu tragen haben.